Hi Leute und willkommen zurück auf Truppiley Island. Wir haben jetzt aktuell so um die 42.000 Einwohner. Und wie man sehen kann, sieht meine Insel doch sehr viel lebendiger aus als noch am Anfang. Am Anfang war hier alles komplett leer und bin halt doch sehr beeindruckt, was man auf so einer kleinen Insel alles bauen kann. Also gefällt mir auch sehr gut. Hatte hier halt auch versucht mit mehr Plan an die Sache ranzugehen als noch in Bad Cat City. Und gucke jetzt nochmal kurz rüber zur Insel. Was gibt es denn hier für Probleme? Moment mal. Ach, zu wenig Mitarbeiter. Ja, das liegt wohl daran, dass hier noch zu wenig Leute wohnen. Mal kurz nachgucken, sind die überhaupt Leute eingezogen auf die Insel? Also irgendwie, nee. Hier sind drei kleine Häuser. Der Rest ist leider noch komplett leer. Aber das dauert ja eh eine Weile, bis die hier alle einziehen. Ich mache das hier bis hierhin noch voll. Moment. Das kleine Quadrat kommt weg. So, was haben wir denn hier alles auf der Insel? Wir haben ja einmal die Feuerwache. Nur eine, nee, wir haben zwei davon. Hier könnte noch eine hin, dann sind die zufrieden. Polizeiwache brauchen wir normalerweise nur eine. Hier auf der Insel, ne? Wofür brauchen wir drei Polizeiwachen hier auf so einer kleinen Insel? Nee, nee. Da genügt eine. Was haben wir denn hier mit der Bildung? Universität haben wir eine da oben. Hier ist ein bisschen rot hier überall. Warum auch immer. Dann kommt hier noch was hin. Damit die auch zufrieden sind. Hier wäre auch noch Platz. Moment. Das nächste kommt da unten hin. Hier kommt noch was hin und dann nochmal hier oben. Wir haben hier keine Buslinie. Nee. Da brauchen wir normalerweise auch eine. Oder? Eine Buslinie auf der Insel? Ja, das könnte für sehr viel Verkehr sorgen, weil, naja, der Bus kommt aus dem Tunnel, genauso wie die ganzen anderen. Ich habe hier auch nur einen 2x2 Weg genommen, also eine kleine Verbindung. Ja, brauchen wir hier einen Bus? Nein. Wir könnten hier irgendwo ein Taxi hinmachen. Taxi-Depot. Damit die wenigstens so auf die Insel kommen. Moment mal. Wohin damit? Würde sagen, irgendwo hier hin. Dann kommt daneben. Moment. Wo soll das Taxi warten? Das wartet einmal hier unten. Dann wartet hier noch das nächste Taxi und hier oben. Aber hier kommt keine Buslinie hin. Oder? Ich glaube, das wäre dann einfach zu viel Verkehr, wenn der Bus dann hier hinkommt. Ah. Ich gucke mir jetzt eh mal die aktuelle Verkehrslage an. Das war, Moment, nein, mit Dreieck gedrückt halten. Das war hier bei der Info. Hier, Verkehr. Also, hier im ersten Zentrum ist es da unten ein bisschen rot. Da oben auch noch am Kreisverkehr, aber ist noch okay. Hier ist ja alles grün, klar. Habt ihr es gerade erst gebaut, das neue Gebiet. Hier am Flughafen ist auch alles okay. Hier ist das ein bisschen voll. Moment mal. Wegen der Ampel. Ja gut, kann da jetzt aber nichts dran ändern. Hier ist es okay. Aber hier, kurz nach der Brücke, da warten wieder sehr viele. Und was jetzt hier mit dem Tunnel? Ach, da ist immer noch so viel Betrieb, Leute, ey. Die sind auch so dumm, die Leute hier, die KI-Anwohner, ne? Wieso nehmen die den Tunnel? Die könnten entweder den anderen Tunnel nehmen, um da hinzukommen. Oder die fahren hier einmal den Umweg und kommen dann hier rein. Es gibt so viele Wege, um ans Ziel zu kommen, aber nein, die nehmen nur diesen verdammten Tunnel hier. Nur diesen einen. Das ist kein Wunder. Und warten alle hier nur auf der einen Linie. Nur auf der einen Seite, ey. Keiner will abbiegen. Aber ansonsten ist ja alles okay, so vom Verkehr her. Okay, gut, hier oben. Oh. Das liegt wohl daran, ja, wegen dem Industriegebiet hier oben, die ganzen LKWs, die müssen ja alle runter. Das bedeutet, wir könnten das Problem da unten, hier, beseitigen. Weil es gibt jetzt aktuell nur eine Verbindung aus dem Industriegebiet
ist halt doch ein kleiner Fehler von mir gewesen. Bedeutet, wir brauchen noch eine Verbindung. Und was haben wir da unten genommen? 3x3? Nee, 2x2 haben wir da unten genommen. Was haben wir hier gebogen? Okay. Dann gehen wir von hier aus. Wo gehen wir denn überhaupt damit hin? Das ist jetzt halt die Frage. Das hier ist eine Autobahn. Okay, das ist eine Autobahn. Wo können wir damit hingehen? Ja. Verdammt. Ich würde sagen, von hier aus gesehen, dass wir dann einmal so kurz rüber gehen, bis da oben hin. Aber das macht im Grunde genommen keinen Sinn, weil wir dann einfach nur so einen Kreis ziehen. Ja, verdammt. Was können wir daran ändern? Die ganzen LKWs, die müssen halt hier lang. Es gibt nur diesen einen Weg. Und dann biegen die entweder hier ab auf die Autobahn oder die fahren da lang oder die fahren hier entlang. Es gibt keinen anderen Weg, nein. Wie können wir das Ganze ändern? Dass es da weniger Trubel gibt hier auf dem Weg. Normalerweise müsste es so bleiben, weil ich könnte jetzt von hier aus gesehen so einen Kreis hier einmal rüberziehen. Aber das Problem wäre normalerweise immer noch dasselbe, oder? Wir können es probieren, klar. Ich mach das jetzt einfach mal. Womit ist denn der Ort belegt? Moment. Ah, mit dem U-Bahn-Tunnel. Genau auf der Kreuzung. Na super. Das war sehr klug von mir, den genau auf die verdammte Kreuzung zu setzen. Oh Mann. Na dann gehen wir halt von hier oben aus, runter. Einmal so querbeet. So, aber irgendeine Ecke ist mir da zu eckig. Genau, diese hier. Das müssen wir irgendwie verändern. So. Hier die Ecke ist... Nee, die ist mir doch noch zu eckig. Die kommt weg. Okay, jetzt können die halt in der Theorie auch hier rumfahren und dann einmal bis hier hinten hin. Wenn die das denn wollen überhaupt. Wenn die Bock darauf haben. Moment mal. Ich habe gerade den Weg hier neu gezogen. Wieso ist da eine Buslinie? Hä? Ah, Moment. Es kann sein, dass hier auf dem Weg, genau hier, eine Buslinie war, aber ich habe ja somit jetzt den Weg verändert. Das bedeutet, die Buslinie ist dann hierhin gewandert. Ah, okay. Das ist ja cool, dass die Buslinie dann auch irgendwie da bleibt. Also es ist mir jetzt gerade erst zum ersten Mal aufgefallen. Aber gut, mal gucken, ob der Trubel jetzt hier mal weggeht mit der Zeit. Aber kann auch sein, dass er da bleibt. Wir könnten von hier aus noch eine Ecke hier rüberziehen. Wenn das irgendwie geht, ah, Ort ist bereits belegt, dann müssen wir so rüber gehen. Einmal so rum. Ja, die Ecke, die muss halt so eckig bleiben. Ja, wir kommen einfach nachher nochmal hier hin. Gibt es hier noch irgendwo Probleme? Was mit den Toten hier? Hier liegen keine mehr, außer hier oben liegt einer noch in der Wohnung. Der wartet auf die Abholung. Ins Krematorium. Insel. Oh, es brennt auf der Insel. Oh nein. Mayday, es brennt auf der Insel. Die ganze Insel fackelt ab. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Moment mal. Ach, okay. Für die Bildung. Mhm. Da fackelt etwas für die Bildung ab. Ach, hier sind noch zu wenig Mitarbeiter. Ist ja kein Wunder. Hier wohnen halt kaum Leute. Das ist halt das Problem. Und wollte gerade hier irgendwas machen noch. Es hat gebrannt und habe dann wieder meinen Plan komplett vergessen, leider. Ach genau, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach hier bei einzigartige Gebäude. Die Gebäude brauchen wir noch. 10.000 ganze Leben. Okay, was haben wir hier? Ach, der Eiffelturm.
Industriegebiet mit 30.000 Quadratmetern gebaut. Wir haben gerade mal 2.000. Ah, das wird wohl nichts hier auf der kleinen Insel. Terminal. Wir müssen 7 Friedhöfe füllen. Das kann auch noch eine Weile dauern. Was haben wir hier? Das dauert auch noch. Casino, wow. Gibt es noch so viele einzigartige Gebäude? Was haben wir denn hier? Noch ein Einkaufszentrum. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber das dauert noch, bis wir die anderen Gebäude bekommen. Monumente haben wir auch leider aktuell noch gar keine. Und habe hier kurz in der Aufnahmepause noch ein paar Wege gezogen. Hier kann man dann halt auch noch ein paar Hochhäuser oder so hinbauen, je nachdem. Hier sind ja bereits ein paar. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie das alles hier aussieht. Klar, die Grafik, die ist auf dem PC 1000-mal besser, aber es ist halt nun mal nur eine Konsolenportierung. Und man muss halt mit der Grafik leben. Grafik ist irgendwie in meinen Augen nur Nebensache. Das, was halt Priorität hat, sind die DLCs, die ja auch bald für die Konsole da sein werden. Erste Erweiterung Mitte November. So, was bauen wir denn hier unten überall hin? Das ist eine gute Frage. Da ziehen wir aber noch ein paar weitere Wege, oder? Und hier am Flughafen ist es auch relativ leer. Hier wohnt einfach niemand. Hier sind nur die Häfen. Dann ist der Flughafen da und dann können die wieder zurückfahren. Ich hatte ja vorgehabt, hier noch eine Brücke zu ziehen. Das könnten wir jetzt auch machen, aber die müsste ja dann hier enden. Mal kurz überlegen, wie gehen wir da rüber? Ich würde ja dann... Ich mach das mal ein bisschen höher. So, enden. Geht die runter oder hoch? Ich würde sagen, von hier aus gesehen. Einmal so rum. Das ist jetzt aber irgendwie eine blöde Brücke. Wie sieht die andere Brücke? Die andere Brücke gefällt mir viel besser. Liegt das an der Brücke? Wegen den Pfeilern, die jetzt da waren? Ich will dann nur hier den Weg abreißen. Moment. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Kurz gucken, wenn ich jetzt den 3x3 Weg nehme. Dann hier rüber gehe. Nee, sind auch keine Brückenpfeiler da. So wie auf der anderen Brücke. Kann man ja sehen, auf der anderen Brücke sind Brückenpfeiler. Hier sind irgendwie gar keine. Was soll das? Doch, doch, da, da, da. Da waren gerade Brückenpfeiler. Ah, Moment. So gehen wir. Und dann geht's mal wieder runter. Endet dann hier vorne. Sehr gut.